Herzlich willkommen zum Box Podcast Ausgabe 217 an diesem 17.11.2019. Es ist kalt, es ist frisch, es ist Herbst. Und heute mit dabei nur in kleiner Runde die Samira. Hallo. Samira, rückblickend für die letzte Woche gab es ja nicht so viel zu sprechen, äh, besprechen im, äh, in der Boxwelt. Aber wir müssen natürlich über den Halbschwergewichtskampf zwischen Dominik Bösel und Sven Fornling kämpfen. Hast du den gestern live im Fernsehen geguckt oder hast du dir eine Wiederholung angeguckt? Ja, wir müssen drüber reden auf jeden Fall. Ich habe es live geguckt im Fernsehen. Ähm, ja, ich denke mal, das war auch eine gute Veranstaltung, muss man sagen. Oder eine. Das sind ja heutzutage eine der besten Veranstaltungen, die noch im deutschen Fernsehen laufen außerdem war ja Henry Maske als Experte da, das wollte ich mir auch auf jeden Fall angucken. Und ja, man hat halt auch gemerkt, ich bin ja eh so noch von früher kleiner Henry Maske Fan <laughs> so. deswegen man hat gemerkt dass Henry Maske bei allen anderen Veranstaltungen auf jeden Fall als Experte gefehlt hat weil wenn er was sagt dann ist es echt auf den Punkt er hat das perfekte Auge und die richtigen Worte um immer genau das zu sagen was gerade bei passiert oder was gerade fehlt bei dem Boxer also das ist mir besonders gestern noch mal aufgefallen aber ja, ansonsten war es auf jeden Fall so eine gute TV-Übertragung, auch interessante Kämpfe. Der Hauptkampf war auch spannend, muss man sagen. <laughs> Dominik Böse gegen Sven Fornling. wobei ich am Anfang so dachte: Was ist, mit, was ist denn mit Svenny los? <laughs> Svenny? <laughs> genau. Ich denke mich direkt dachte, an äh, Uli Wegner, wenn er mit. <laughs> mit, Oktke, mit Sven Sveni, ne? Svenny Oldke. Svenny, du musst gerade schlagen. 3, 2. 2, 3, 4. Winnie. Aber ja, ja, das ist, ähm, ja, die ersten Runde hat er mir halt gar nicht gefallen. So, da dachte ich so, hä, schläft er noch irgendwie? Was guckt er sich so lange seinen Gegner aus? Und ja, okay, dann hat er ja auch einen Punktabzug bekommen. In der zweiten Runde, ja, muss man auch nicht geben jetzt zum Ringrichter. Also er kam einfach gar nicht so in den Kampf, hat halt fast sehr wenig gemacht. Dominik Böse hat ganz gut angefangen. Ähm, war sehr vorsichtig, aus, hat man am Anfang auch gemerkt, ist oft so zurückgesprungen, um halt erstmal zu gucken, was los ist, wie hart die Schläge wahrscheinlich sind, ob die ihm gefährlich werden können, könnten. Aber sonst, ja, die erste Hälfte des Kampfes muss man schon sagen, ging, obwohl nicht die ganz erste Hälfte, also die vierte, fünfte Runde, war dann vorne doch wieder stark. Und ja, es war halt dann so ein Hin und Her, weiß ich nicht, die ersten drei Runden wahrscheinlich Bösel, dann könnte man zwei abgeben, Vornling, dann wieder Bösel, dann war Vornling wieder stärker. Also, es also, gehörst du zu der Fraktion, die den Kampf relativ eng gesehen haben? Ja, ich hätte ihn eher enger gesehen, also jetzt nicht so ganz klar, wobei es natürlich, muss man sagen, einige enge Runden gab, so wie zum Beispiel die neunte, wenn man. Die hätte man unentschieden geben können. Wenn man natürlich zu Hause boxt, den Heimboxer ein bisschen bevorteilt, dann entscheidet man sich halt für Bösel und gibt ihm die Runde. So, Aber ich fand, zum Ende hin sah Bösel dann doch oftmals nicht so gut aus. Und wie Maske schon gesagt hat, manchmal war es beängstigend, weil wenn er halt wirklich nur die Doppeldeckung hochnimmt und dann Schläge kassiert und einfach fast kaum was macht und dann stehen bleibt, dann denkt man halt, ja, irgendwas stimmt mit ihm nicht und ähm, er kann nicht mehr oder. Ähm, warum wehrt er sich jetzt wenigstens nicht oder warum läuft er wenigstens nicht weg? So, sondern das ist halt gefährlich, ne? Das kann mhm. nur irgendwas durchkommen und da sah er halt einfach nicht souverän aus. Ähm, ich meine, mit Abs, keine Ahnung, er brauchte wahrscheinlich wirklich mal so ein bisschen eine Pause so. Und man, also eine man hat Künstlerpause, manchmal, wie er es nannte. Ja, genau. Also, ich glaube, manchmal ist die Kondition, da macht er halt zu viel wahrscheinlich davor und dann muss er sich halt ein bisschen ausruhen. Aber ob das jetzt die beste Taktik ist, ich meine, er hat jetzt auch nicht so eine krasse. Beste Deckung wie jetzt ein Abraham, würde ich mal behaupten. Da kommt, kann auch schon mal was vielleicht durchkommen. Ist halt gefährlich so für ihn. Also muss halt nicht unbedingt sein. Aber dadurch wurde es natürlich auch spannender. So, und ähm, war halt dann nicht so einseitig der Kampf, weil man dachte so, okay. Das finde ich interessant, weil ich habe jetzt. Auf diversen Boxforen in äh, YouTube die Nacht noch so, weil ich nicht pennen konnte, mal hier und da ein bisschen geguckt. Und es war interessant, was manche geschrieben haben. Manche hatten also, gla glasklar äh, Bösel vorne, manche sagten, dass es deutlich enger war, so wie du. Manche sagten aber auch, äh, dass Vorling gut Also das war, da war ich in... Äh, Vorling <laughs> vorne war echt? Ja, okay. also ich... Ja, es ist ja halt yeah. immer so, durch welche Brille siehst du das? Also der deutlich Aktivere in dem Kampf war Vorling, aber der Effektivere... Das war böse. Ja, aber, also, dass er jetzt wirklich vorne lag, also, dafür hat er. Ja, ich er sag auch ja, kommt Anfang drauf an, durch welche Brille gemacht. du das siehst. Was bewertest du? Bewertest ja. du Akt äh, Aktivität? Aktivität? Die ja, war, okay. war nun mal definitiv bei äh, Vorne, links vorne. Aber auch nicht von Anfang an, muss man sagen. Nö, dass also der ersten Runde. Also, ne? de also, also, ich hätte jetzt, also wäre jetzt der Abbruch durch Bösel, ich, um das jetzt mal vorwegzunehmen, jetzt nicht gekommen, hätte ich. Böse auch vorne gehabt. Ja, wenn dann hätte er das Ding auf jeden Fall knapp gewonnen. Also ja. aber auch okay. Also das wäre jetzt nicht irgendwie komisch gewesen, wenn er da nicht gewonnen hätte. Aber ich meine, ja, das ist halt schwierig, klar. So es sah manchmal, manchmal hat Böse halt echt wenig gemacht, nicht mal mit seinem hm. Jab gearbeitet. Aber ja, aber wenn er halt... was gemacht hat, dann war das. Effektiver in meinen Augen, als das, was Vorling ja, gemacht hat. Vorling hat halt auch viel auf die Deckung wirklich geschlagen, muss man sich nochmal genau angucken. Also er hat mhm. ihn wirklich nicht immer dann auch getroffen, wenn er geschlagen hat. Das ist halt, klar, manche, manche werten das dann trotzdem wahrscheinlich sehr stark so. Aber auf jeden Fall fand ich es halt gut oder ich war dann halt froh, dass Vornling überhaupt dann in den Kampf kam sozusagen hm. nach den ersten drei Runden und es halt noch spannend gemacht hat, weil sonst wäre es halt dann hätte ich auch so gedacht, ja oh, wir dachten alle so der Vornling wird ihm halt einen schweren Kampf liefern und dann <laughs> gewinnt Dominik Bösel jede Runde locker, das wäre irgendwie auch komisch gewesen, da dachte ich auch so krass, was ist mit Bösel los? <laughs> Aber nee, ist ja schön, dass er gewonnen hat so. Jetzt ja, ist er ja IBO Weltmeister und und da war ich wenigstens noch ein bisschen froh drüber. Dass am Ende noch wenigstens gesagt wurde, Interims-WBA-Weltmeister. Ja, das wurde oft so ein bisschen verschluckt, das Wort. Mm -hmm. Das wurde nicht so oft gesagt. Aber zum oh, Schluss, ja, weil ich schätze mal, das mussten sie, weil sie in England und Amerika auch noch übertragen haben, so, äh, ja, okay, komm, es ist nur der Interims-Weltmeister. <laughs> ja, klar, es wurde ein bisschen, ja, aber es wurde ein bisschen so gefeiert, als wäre es normaler Weltmeister, sagen wir mal so, der reguläre, oder? Aber naja. Aber geil fand ich, er. Also sag mal, ich bin kein Bösel-Fan und ich glaube, das werde ich auch nicht. Ich finde ja, Bösel ist ja jetzt nicht nicht schlecht. Aber der ja, hat, auch, der hat aber auch schlimm. eigentlich jetzt keine Attribute, wo der richtig gut ist. Aber was mir gefiel, also der KO, so wie die Hand gesetzt war, oder wie er halt vor ins, in, ins Seil geführt, ge, ähm, geschickt hat, das war gut, muss ich... Muss ich schon ja, anerkennen. Also die, die, ne? die, die Hand, die saß, die, die war richtig gut platziert. Also, Hut ab, das muss man ihm lassen. Aber ja, wo ich find jetzt. finde nicht schlecht. Also was findest du in seinem Kampfstil? Oder kannst du dich nicht so begeistern für den Kampfstil? Oder warum? Ja, sagen wir mal so, so, manchmal ist er zu. Sagen wir mal so, wenn du. wie schreibe ich das? <laughs> das ist eine Frage. Abraham. Also wenn, der, also, wenn ich jetzt mal so Quervergleiche mache, zum Beispiel ein Arthur Abraham, der konnte auch durchaus rundenlang echt etwas lethargisch wirken. Aber ja, Abraham hatte gut, ja. Abraham <laughs> hat aber zwei Punkte, die, wo er deutlich besser war als äh, Böse. Er hatte eine gute Deckung, an dem konnte sich der Gegner abarbeiten, er hat dadurch Kräfte gespart und dann hat er einmal richtig durchgezogen und konnte jemanden weghauen. Das kann Bösel nicht. A, hat er keine gute Deckung. Das heißt, selbst wenn er sich ausruht, lässt der Körner, weil er ja auch teils gut getroffen nimmt, wird. Ne? Ja. So ein ja, Vorling ist werden. jetzt auch nicht jemand, der so viel Power hat. Von daher ist das jetzt vielleicht nicht so schlimm. Aber jetzt lass das mal, äh, ohne jetzt Vorling aber zu zu dran, aber lass, lass Bösel mal wirklich gegen den Top-20, Top-15-Mann boxen. Der ja, vielleicht dann kann auch. Er das nicht machen, dann geht's so, also da, also da ist schon mal, das ist schon der erste Punkt, der ihm gefährlich ja. wird. Ich glaube, das hat Bösel, glaube ich, auch in einem postkampf äh, gesagt, dass, dass er sich das bei besseren Gegnern auch nicht erlauben kann. Ähm, so, dann kommt hinzu noch die Schlagkraft von Bösel. Auch wenn er gestern durch K.O. gewonnen hat, aber man muss auch vorlegen, hat auch einfach mal sehr, 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 sehr viel geschlagen. Der war ja auch am Ende seiner Kräfte. Da kannst du natürlich auch mal schneller K.O. gehen, wenn du keine Kraft mehr hast. Ähm, der hat keine Schlagkraft, jetzt sag mal, wie ein Bitterbier, wie ein Biwol, wie ein Skovalev, wo du deine Gegnerschaft auf wirklich ab Runde 1 auf der Hut hast. Ja, das stimmt, natürlich hat er nicht. Also, er hat auch einen ganz anderen Boxstil, ne? Ist eher so ja. Ja, ein ich, technischer Boxer, aber ihm fehlt ja, aber klar mit deswegen, er Händen. ist er ist nicht schlecht, aber er hat auch keine Attribute wo also irgendein Attribut wo er wirklich richtig gut ist. Na doch seine, Te seine Beweglichkeit, seine Technik vielleicht insgesamt. Ich finde so, ihn, aber ich finde ja. seine er war gut seine Technik ja. Also ist schon ja. ein technisch guter Boxer also er ja aber, aber er hat aber eine schlechte Beinarbeit. Ja, klar, auf hohem Niveau findet. Ja, ich sage jetzt nicht, dass er der Beste der Welt ist. Es ist klar, Nein, 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 Wenn nein, wir nein, das nein. jetzt mit Canelo und so vergleichen, das ist. Aber ich meine, ich bin halt dann manchmal, ja, bleibe ich dann so auf deutschem Niveau und dann denke ich mir so, ja, ja aber für Deutschland. Nur wenn du jetzt hier den WBA-Weltmeister hast oder den IBO-Weltmeister und ich zitiere jetzt, nachdem, äh, also der K.O.-Sieg verkündet, also weiß nicht verkündet, aber als vorne in die Seile ging und der, ähm, Kommentator brüllte: Jetzt sind für ihn die großen Kämpfe offen. Ja. Vielleicht gegen Betabiev, vielleicht ja, ja. gegen Bivol und dann jetzt, und jetzt kommt mein persönliches Highlight, vielleicht gegen Golovkin. Ach, jetzt jetzt soll er als Halbschwergewichtsweltmeister zweiter Klasse gegen einen ehemaligen äh, nee, gegen einen äh, Mittelgewichtsmeister antreten. Interessant. Ja, das ist halt, ja, so ein bisschen in die, das ist, Ich glaube, das geht da manchmal nur darum, irgendwelche großen Namen zu droppen, <laughs> ohne dass es... Ja, da kannst, du, da, da kannst du anfangen. Jetzt steht ihm die Welt offen. Vielleicht boxt er gegen Joe Lewis. Vielleicht nochmal gegen Muhammad Ali. Wer weiß, was die Zukunft Obwohl, bringt. Aber unwahrscheinlich ist es jetzt auch nicht so, dass er vielleicht irgendwie... Doch, gegen Muhammad Ali wird er nicht boxen. Ja, das nicht. Aber ich meine, <laughs> dass er gegen irgendeinen so aus den Top, weiß ich nicht, 10 boxt, wenn... Weiß ich nicht, wenn er da verpflichtet wird. Ich meine, Tom Schwarz hat auch gegen Fury geboxt, wenn man das irgendwie hinkriegt und da gute Connections hat, kann ich mir das schon vorstellen, wo die, es ist halt, die Vorzeichen sind halt dann klar gesetzt, weil ja, er wird da sehr schlecht aussehen, wenn er gegen einen Better der wird so durch seine Deckung durchboxen, da kann er nicht stehen bleiben und wenn er liegt er gleich flach, wenn er da drei Schläge nimmt, weil der einfach eine Bombe ist oder so also Bombenabfall. Das ist halt. Das weiß man halt schon vorher, und da wird er gegen sehr viele Leute natürlich Probleme haben, aber bei manchen würde er vielleicht auch nicht so schlecht aussehen, gegen Gwostik oder so. So alles, was, ja, oh, 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 ist ein bisschen unterbewertet, auch wenn er jetzt gegen Betabier Bier verloren nee, hat. Ich mein, also wegen schlagtechnisch und technisch ist da, technisch liegen da auch schon natürlich. Welten. Klar ist der technisch auch besser, aber ich meine, der ist jetzt nicht so ein K.O.-Monster wie vielleicht andere Leute so, ne? Also. Ja, aber immer noch eine Schippe höher. Ja, aber das geht ja am Ende nur darum, dass er mal einen Big Fight kriegt und Geld verdient. Ich das ist wirklich nur das einzige Ziel. Ich glaube nicht, okay. dass sie denken, er wird dagegen Kovalev oder sonst wen oder weiß ich nicht, selbst wenn oder wollen gewinnen so. Also ich meine, das wissen die Leute doch vorher, das weiß ich theoretisch. Ja, nur Geld, nur Geld aber wird er gewinnen. Das ist wahrscheinlich dann auch irgendwann das einzige Ziel, wenn man jahrelang halt nicht so viel verdient hat. Also glaube ich, es muss ja sein, weil sonst würde man es ja nicht annehmen, ne? Weil es ist halt auch gefährlich, das darf man halt auch nicht vergessen, immer gegen solche Leute dann anzutreten, aber ja, muss jeder selbst wissen, aber auf jeden Fall kann man sagen, er hat echt einen guten Kampf gemacht. Wir haben ihn wahrscheinlich auch ein bisschen unterschätzt. Ich habe auch gesehen, die Wettquoten waren ziemlich klar eigentlich für Bösel. Ich glaube, das war 1, noch was zu 3. Also Vorling war bei den Wetteranbietern auf jeden Fall Außenseiter so, obwohl er eigentlich besser gelistet, gerankt war. Ähm, ganz interessant. Ähm, aber Bösel hat einen guten Kampf gemacht, natürlich ein bisschen auch Körner gelassen. Er war ja auch ein bisschen angeschwollen an seine Stirn und so, hat auch was genommen. Aber im Endeffekt war der bessere Mann. Er hat äh, Spek also, ja, jetzt nicht übertrieben spektakulär, aber schon spektakulär gewonnen. Sieben Treffer oder so Schläge oder fast acht, also mindestens sieben Schläge abgefeuert in der elften Runde, dass der Ringrichter halt abbrechen musste und es war völlig okay. Kann man nicht mehr. Der Ausgang, der Ausgang des Kampfes, der war schon in Ordnung und ja, lass also. es mal halt ein, ein äh, WM-Titel dritter Klasse sein wie die IBO, ist schon in Ordnung. Ja, also was wir zuletzt sonst so gesehen haben in Deutschland, dafür war das halt schon cool eigentlich. Ne? So ein, also guter Hauptkampf kann man auf jeden Fall nicht meckern. So gute Ansetzung mit dem richtigen Sieger für SES. Also ja. Die Wissen, haben ja auch extrem gefeiert. Ne, sind da <laughs> in der mhm. Luft rumgesprungen und so. Man hat halt gesehen, was für eine Erleichterung dann da war und dass es echt ja, knapp hätte werden können. Also war halt mhm. auch ganz schön anzusehen. Gut, willst du noch kurz was zu der Undercard sagen? Weil ich will nichts dazu sagen, denn <laughs> ich habe sie nicht gesehen. Okay, ähm, ja, ich das kam halt danach. Was haben sie danach gezeigt? Kadiro haben sie danach gezeigt gegen Pedro Martinez. Ähm, ja, also ich muss sagen, Kadiro hat mir zuletzt auch nicht so bombig gefallen, weil da hatte er auch konditionelle Schwierigkeiten und sah da manchmal nicht so gut aus. Das hat er auf jeden Fall verbessert. Da sah. Konditionell viel besser jetzt aus, spritziger so. Ähm, ich glaube, der Gegner hatte, ja, hatte aufgegeben, der ist dann, glaube ich, sitzen geblieben in der vierten Runde und wollte nicht mehr weitermachen, wenn ich jetzt nicht irgendwas Falsches erzähle, aber ja, müsste so gewesen sein. Und ja, deswegen war es halt ein vorzeitiger Abbruch. Aber bei ihm ist halt auch immer so: ja, man weiß halt nicht so richtig, wie hart er schlägt. so weil bis jetzt konnte er seine Gegner auf jeden Fall noch nicht so oft oder gute Gegner hatte er, übertriebene noch nicht, ist ja klar, wird aufgebaut, aber die Frage ist, kann er auch gute Gegner irgendwann mit seiner Schlagkraft beeindrucken? Und bis jetzt weiß man es halt noch nicht, muss man sehen, aber er hat sich auf jeden Fall gesteigert so von, von, von den letzten Kämpfen so und sah viel besser aus. Deswegen, er ist auch jung, 22, hat, kann sich auf jeden Fall noch entwickeln. Mal gucken, was da wird. Und dann nur ganz kurz zu Härtel, den haben sie halt noch gezeigt. Ja das, war, ja, das war auch ein Kampf, wo der Gegner dann, also es waren, glaube ich, zwei Kämpfe genau hintereinander, wo die Gegner dann irgendwie aufgehört haben in der fünften Runde. Ich weiß nicht, vielleicht haben die Boxer so alle jetzt äh, von diesen ganzen Todesfällen gehört. Also, ja, okay, ist eigentlich nicht lustig, deswegen, aber ich meine, das soll, ist ja eigentlich auch richtig, ne, wenn man so denkt, man verliert jede Runde so. Aber es kommt halt trotzdem für die Boxfans scheiße, wenn die dann irgendwie in der Ecke sitzen bleiben, ohne dass man was krasses sieht, irgendwie, keine Verletzungen und so und dann einfach sagen, okay. Ähm, wir hören jetzt einfach mal auf oder machen nicht mehr weiter, weil wir haben eh keine Chance. Und ja, auf jeden Fall, Hertel hatte keine Probleme und man kann sagen, er hat eigentlich jede Runde gewonnen, ausgeboxt, rechtfertig gewonnen. Ja. Und ich glaube, Erik Pfeiffer ist jetzt äh, WBO-Europameister, einer meiner Lieblingstitel. <laughs> Gut. Ja. Dann schließen wir das mal ab und. Kommen auf die Vorschau. Jack Kulkey gegen. Jetzt weiß ich weiß nicht, wie man das. Ich sag jetzt einfach mal ja. Yama Saidi. Jomo, kämpfen nächste ja, Woche. Hm? Ich glaube Yama saidi aber ich bin mir auch nicht sicher. Jedenfalls. <laughs> saidi, ich, sag einfach Saidi. Ja, oder. Ich spreche es einfach aus wie meine Oma. Ja, der Yama Saidi. <laughs> die hat ja auch immer äh, James Bond-Filme mit Roger More und Sean Connery geguckt. Ähm. Ja, Jack Kulke kämpft gegen Yama Saidi und im WBO äh, Europatitel im Superweltergewicht ist ein Streich sterne kampf bei Boxrec. Saidi ist in 16 Kämpfen ungeschlagen. Ich muss dazu sagen, ich kenne den Mann nicht. Deswegen. Puh. Deswegen wird's schwer, ja. ja, ja was also sagen, wenn ich jetzt nur, ja. wenn ich jetzt nur nach Zahlen gehe, Kulke Platz 16, Saidi Platz 49. Platz 2 in Deutschland. Gut aus dem Rheinland. Ich weiß, ich kenne seine äh, Amateurkarriere nicht. Gut, die dürfte jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie an, äh, an die von Kulka heranreichen. 16 Kämpfe, 7 KOs. Also eine KO-Quote von unter 50%. Bei der Menge an Kämpfen. Hm. Ja, den, man also gehe ich, also jetzt gehe ich dann einfach mal davon aus, dass cool Kulke das gewinnt. Weil ich könnte mir sonst nicht vorstellen, warum man, sagen wir mal, jemanden der a. eine relativ gute, also die Kampfbilanz ist gut, aber ist dafür relativ weit hinten gerankt. Warum man sich sonst den aussuchen würde. Ja, ich glaube, es gibt in Deutschland weniger Leute, die gefährlich für Kulka werden könnten. Also jetzt mal so mhm. gesagt, er gehört halt wirklich zu den Besten, die wir haben. Auch mhm. Wahrscheinlich, der hat ja auch schon international geboxt, also auch über Deutschland hinaus. Kann er mithalten in guten Kämpfen, diesen Saidi? Könnte man kennen? Ich glaube, ich habe ihn mal gesehen gegen Torosian, wenn ich mich Arman Torosian, der war ja früher auch bei Sauerland. Ähm, ja, da war er irgendwann im Vorprogramm. Wobei ich mich dann immer wundere, wenn, ich finde es immer merkwürdig im Kampfrekord, wenn die Leute zweimal gegen den gleichen Gegner antreten, obwohl sie ihn schon beim ersten Mal klar geschlagen haben. Das denke ich mir immer, das ist wirklich so Pushing vom Kampfrekord ohne Sinn. Meinst du das so wie bei äh, Abraham gegen Paul Smith, <laughs> du denkst, wer, ja, hat nach jetzt, wer hat jetzt nach einem zweiten Kampf verlangt? Niemand. Ja, so. Aber auch selbst wenn es knapp wäre, okay, aber wenn der Gegner dann auch einen Namen hätte, ja, aber so jetzt, gerade beim Aufbau, ist es halt immer so ein bisschen merkwürdig. Naja. Aber Torosian hat ja auch schon seine hm. Karriere beendet. Der hat im vorletzten Kampf, in nee, den ach so, der hat, okay, letzter Kampf war Ahmed Ali, genau, da sah auch schon nicht so gut aus. Und dann die letzten beiden hat er gegen Saidi halt geboxt. Aber da ging es halt auch schon ein bisschen abwärts so mit hm. seiner Karriere, Er er halt nur noch Geld verdient. Deswegen, ja, ist jetzt kein schlechter Boxer so, aber er hat halt auch gegen älteren, Erfahreneren dann halt gewonnen. Aber ja, der war dann eh schon am Ende seiner Karriere, deswegen denke ich mal, dass Kulka da nicht so. Also er wird einfach nicht keine Probleme haben, sagen wir mal so, wenn man ja. Wieso, <laughs> da ja, ich auch den auch Mann nicht da. kenne und jetzt nur auf die Zahlen geguckt habe. Schätze ich, <laughs> schätze ich mal, Kulkeim äh, einen Punkt gewinnen. Auf der Undercard steht nach wie vor bei Boxrec noch Tyron Zeuge gegen Yusuf Kanguel. Meines Wissens ist der Kampf doch abgesagt. Ja. Wer weiß, vielleicht findet er doch statt oder es gibt einen Ersatzgegner für Kanguel. Keine Ahnung. Lassen wir uns mal einfach überraschen. Ob ich mir den Kampf angucken werde, weiß ich allerdings nicht. Noch interessant, vielleicht auf der Undercard Björn Schicke gegen. Äh, Adasad Rodriguez um den europäischen äh, Mittelgewichtstitel. Äh, aber Rodriguez hat schon acht Niederlagen, zwei äh, Unentschieden oder Nichtwertungen äh, im K Rekord. Da sollte, das sollte eigentlich klar sein, wer gewinnen soll. Dann hätten wir noch eine Fight Card in England. Callum Smith kämpft gegen John Ryder, ein Fünf-Sterne-Kampf bei Boxrec. John Ryder, ein Mann mit 28 Kämpfen, vier Niederlagen, äh, ist jetzt. hm, Ja, wie sage ich das jetzt mal? Er hat via Split Decision vor zwei Jahren gegen Rocky Fielding verloren, das letzte Mal. Hat sich danach hoch wieder hochgeboxt gegen machbare Gegner. Man kann jetzt argumentieren, der Rekord ist besser, als er aussieht. Ich meine, er hat eine UD gehabt gegen Billy Joe Saunders. Das kann man. Billy Joe Saunders kann einen eindeutig auspunkten. Aber von der Entwicklung her, wie Callum Smith sich so die letzten Jahre entwickelt hat, sehe ich da eigentlich nirgendwo eine Möglichkeit, weswegen Callum Smith jetzt gegen... John Ryder, der immerhin auf Platz 5 im Supermittelgewicht äh, der Welt gerankt ist, warum man nicht gegen den gewinnen sollte. Ich glaube aber jetzt nicht, also anhand der, auch anhand der Zahlen, dass das ein K.O. wird. Ein T.K.O. den könnte ich mir vorstellen über die Workrate, aber ich kenne zu wenig von John Ryder, um da mich, mich auch eindeutig festlegen zu können. Möchtest du noch was dazu sagen? weil sonst käme ich auf den interessantesten Kampf des nee, Wochenendes. mach ruhig weiter. Ich gehe da mit. Also John Ryder habe ich auch vorher noch nicht so gehört. <laughs> also ich gehe auch mit Kellum. Und das obwohl er ein Top 10 Mann ist im Supermittel, ja, aber gut, wohl. das Supermittel im Englacht. Moment ist ja auch nicht mehr der Supermittel vor zehn Jahren, wo da Leute wie Karl Froch und so mitgemischt haben. Das darf man ja auch nicht vergessen. So der größte Kampf dieses Wochenendes und ja, diesen Monats und auch der letzten Monate vielleicht. Auf jeden Fall so der letzten zwei, drei Monate. Deontay Wilder gegen Luis Ortiz, der Rückkampf in Las Vegas. Ja. ja. Ortiz, <laughs> äh, was sagst du, äh, Samira? Ja, auf jeden Fall freue ich mich auf den Kampf, weil ich Wilder immer gerne boxen sehe, weil er einfach eine geile Show macht, auch wenn viele ihn irgendwie nicht so toll finden. Aber ich war ja immer so. Hab im Zweifel immer bin ich immer mit Wilder gegangen bei seinen Kämpfen und lag auch meistens richtig. Im Zweifel? Ja, manche sind ja manche Kämpfe waren manchmal da haben die also bis spielen. jetzt eigentlich so die letzten fünf Kämpfe gab es nie Zweifel. Da wusstest ja, okay, du schon doch. vorher wer. Da waren, das waren Gegner, zu äh, die eingekauft worden sind. Okay, obwohl gut ein bisschen Überraschung hattest du damals auch ein Spillcut damals gegen äh, äh, gegen Wilder die ersten vier fünf Runden hatte der in meinen Augen gewonnen. Ja, ja, es gab schon Kämpfe, wo er nicht immer der Favorit war, wo viele, also er wurde ja schon bei, von vielen Leuten belächelt, weil er halt technisch nicht so rein, sagen wir so rein boxt, so. Aber die Leute wissen halt auch nicht, dass es sehr schwer ist, gegen solche Leute zu boxen, die so boxen wie er. Also, das ist, da hat selbst ein reiner Techniker extreme Probleme, wenn er gegen so jemanden antreten muss. Und deswegen wird auch Luis Ortiz nach meiner Einschätzung wieder verlieren, auch wenn er ihm theoretisch ähm, natürlich nach Punkten einen engen Kampf liefern könnte kann wird vielleicht auch aber ich glaube auch nicht dass der Kampf unbedingt über die Runden geht ich denke dass es Wilder wieder vorzeitig irgendwann machen wird oder TKO KO und Luis Ortiz ist mir einfach langsam viel zu alt und klar der ist technisch gut und so aber ja technisch ist er Alder besser und ähm, er kann haben. halt auch ähm, Schlagtechnisch, also von der Schlaghärte. Kann er, ist er mithalten. Jetzt, ne? Aber er sieht aus wie 50. Also ich meine, der ist ja. Man weiß ja auch nicht so wirklich genau, wie alt er eigentlich ist. <laughs> also 40 ist er auf jeden Fall nicht, außer weiß ich nicht. Also da hat er sich ja sehr schlecht gehalten. Ähm, ja, also ist trotzdem ein spannender Kampf, weil manche denken ja auch, dass er irgendwie da viele Chancen hat oder große Chancen hat, gegen Wilder zu gewinnen kann auch sein, wenn man sich natürlich die Punkte vom letzten Mal anguckt, war halt sehr eng, ne? Die hatten alle 85 84 bis äh, zum Abbruch. Also es war echt auch Ich hatte ihn damals Heide. auch, also äh, also in der ich glaube 10. Runde war das, wo, er, wo abgebrochen wurde. Ja. Äh, da hatte ich ihn mit einer Runde vorne, aber geht auch vollkommen in Ordnung, wenn man Wilder da vorne hatte. Also das gehen. war schon wirklich, das war schon das war wirklich eng. eng, muss man sagen, zugeben. Ähm aber ich denke auch, dass Wilder, Aber Wilder da danach Favorit gegen sein Fury sollte. Geboxt, ne? hm? Also darf man nicht vergessen, Wilder hat danach gegen Fury geboxt und sehr guten Kampf gemacht. Hm. Also deswegen, ich denke nicht, dass, dass das ihm mehr geschadet hat, sondern er müsste eigentlich noch besser geworden sein. Und ja, das. das denke werden. ich nämlich auch. Wilder ist ja, sagen wir mal, er hat zwar relativ sehr sehr viele Kämpfe. 35 Kämpfe davon waren aber Schrottgegner, das darfst du heute auch nicht vergessen. Ja, klar, am Anfang. Und ja. ähm, ich denke auch, dass, also er hat sich ja auch entwickelt, das muss ich zugeben. Und die Wilder-Hände, die kommen halt auch zur Wirkung, wenn du keinen Schrottgegner hast. Hat man auch gegen, äh, gegen Fury und gegen Ortiz gesehen. Ja. Also, das legt dich flach. Und das ist ja das Spannende. Das ist halt. es <laughs> kann eng sein, aber dann kommt eine Hand und dann. Und Wilder dagegen, ne? ist halt noch einen Ticken jünger. Ich würde sagen, physischen 30, Ticken ja. stärker. Ja, auf jeden Und, Fall. und auch einfach, ne? Yeah. Und ja. Und wenn du jetzt mal guckst, ging. Wie, wie du ja schon sagst, ein Wilder hat gegen den Fury geboxt, hat gegen einen. Ähm, Brasil war danach. Brasil und sowas. Wobei ich Brasil muss sagen, ja. ich, für mich ist Brasil, entschuldige bitte meine Ausdrucksweise, aber für mich ist, wenn ich Brasil sehe, so eine richtig typische rheinische Aussage. Mein Vater würde jetzt sagen, was ist das denn für ein Kackfass? <laughs> ja. ja, jetzt mal ganz ehrlich, Brasil, der ist groß, der hat eine gewisse physische Kraft, aber wenn du den so siehst, der ist doch nicht gut. Ja, das war ja, das sind ja jetzt, das war ja, das sind ja auch Kämpfe manchmal einfach zwischendurch, weil mhm. sie wissen, danach kommt halt ein größerer Kampf ja, und sie wollen halt aber kein Risiko Kampf. Aber das Schlimme eingehen, ist dass jetzt, der jetzt, muss ich, halt jetzt muss ich, jetzt muss ich aber ne? das, das Kackfass auf dem Podest stellen. <laughs> Ortiz hat dann gegen Leute wie wie Travis Kaufmann geboxt oder Rasvan Koyanu äh, und gut Christian Hammer. Christian Hammer kann, man, kann man stehen lassen, Hammer. Ist ein Edeljourneyman, Aber ein ab. also ach, was, nee, ein Edeljourneyman nicht, aber er ist schon Er ist ein gold Journeyman mittlerweile. Der, also sag mal so, ein Christian Hammer eindeutig nach Punkten schlagen ach, musst du schon können. Ja, auf dem Niveau, ja. Der ist einer, Kämpfer. kämpfen. Ein, ein, äh, ein Christian äh. Hammer ist keiner, der dich toll aussehen lässt. Ja. Nie. Auch, auch ein Powetkin hat den nicht umge umgelegt. Also ein Hammer hat gewisse Attribute, die ihn abheben von anderen. Es reicht zwar nicht, um ganz vorne mitzumischen, aber die, sagen wir mal so, einen Hammer musst du auf den Weg Leben räumen. schwer zu machen, ne? Eben, also, ja, das und, das, und da musst du auch mit klarkommen können. So, aber der, die Gegnerschaft von Wilder war besser gewesen. Wilder ist spritziger, ja, Wilder ist physisch stärker, er hat noch so ein bisschen auch ja, die mit <laughs> 34, die Jugend auf seiner Seite. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass das Ergebnis ähnlich sein wird, wenn nicht sogar ein Ticken klarer, dass äh, vielleicht der Kampf anstatt in der zehnten ja. vielleicht schon so kurz nach der Hälfte vorbei sein könnte. Muss eigentlich auch, also er muss irgendwie auch ein bisschen klareres Statement setzen. Ich denke, man in seinem Kopf schweben da jetzt auch ganz andere Kämpfe weiter. Sein Weg ist ja jetzt nicht Luis Ortiz nur. Klar, man muss immer auf den Gegner fokussiert sein und so, aber ich meine, er will auch mal noch weiter Geld verdienen. Und ja, Ortiz ist halt auch, sagen wir mal so, Ortiz hat das Problem, oder was heißt das? Ortiz hat das Problem, Ortiz umschwebt halt so ein bisschen die Aura von. 40 Jahre alt, beim letzten Mal auch schon geschlagen. Ein bisschen ähnlich, glaube ich, wie Joshua gegen Klitschko. Klitschko war auch, sagen mal, über dem Zenit drüber. Aber ich sag mal. Ja, aber nicht so krass. Nein, 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 nein. nicht aus wie 50, oder? Nein, 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 Verstehe mich da nicht falsch. Er war über seinen Zenit drüber. Und ich glaube auch Ortiz ist über seinen Zenit drüber. Aber trotzdem würde das für alles jenseits der Top 7. Würde das Weiß, ohne ne? Probleme reichen? Ja locker klar. Das ist immer noch gefährlich. So ist jetzt nicht so, dass man einfach durch den durchläuft. So, also Nö, eben deswegen sag ich ja. Klitschko ärger. auch. Der war zwar nicht, der war also hat seinen Zenit überschritten und die Nummer eins war er einfach nicht mehr. Aber so ab Platz fünf, Platz sechs, 7, Nimm mir jemanden, der ihn klar geschlagen hätte. Klar, jetzt kannst du natürlich aus heutiger Sicht sagen, so ein paar Boxer, die jetzt heute, die damals weiter hinten lagen, die jetzt weiter vorne, ja, der hätte das gemacht, der hätte das gemacht. Im Nachhinein kann man das immer sagen. Ja, ja, das war Aber von der damaligen Einschätzung her hätte ich das so jetzt gesagt. Kleide ich jetzt natürlich auch so, ja, der eine hat sich jetzt hochgearbeitet, der hätte den definitiv geschlagen. Ja. Nach, im Nachhinein, ne? Ja, ist immer ein. Ich meine, wer, 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 wer weiß, vielleicht äh, straft mich jetzt Ortiz auch Lügen und äh, haut, ha, <laughs> ja, und haut. Ja. ganz, un ganz unabwegig ist es auch nicht. Ich meine, Nein, er, hatte den, ja er hat ja Wilder schon mal angebimmelt. Also warum soll das nicht nochmal passieren, auch wenn ich das jetzt so in Prozenten doch eher unter 50 Prozent sehe. Ja, aber Was möglich, die klar. Die Möglichkeit bischt auch. Also das ist halt deswegen, ja, gehen ja manche auch mit Ortiz oder weiß ich nicht. Denken, dass es ein ganz, ganz ein enger Kampf wird oder so. Aber na, ich bin da eher, ich bin da eher sicher, dass so einer da gewinnt, aber es ist auch eher so, weiß ich nicht. Ich kann mir jetzt einfach nicht vorstellen, dass Ortiz ihn da umhaut und wenn, dass er dann liegen bleibt und auch gar nicht mehr aufsteht, also das muss schon. Klar, er ist auch ziemlich offen und so, der ist schon treffbar und so. Aber ich hätte jetzt mehr Bedenken, wenn er gegen Joshua oder so antreten würde. Und ja, wie gesagt, da ist, da, du hast, sagen wir mal so, du, ich, die Rollenverteilung haben wir. Ja. Aber da ist genügend Spielraum für Überraschungen. Und daher, das ist auch so ein Kampf, auf den ich mich freue. Da werde ich mir auch den Wecker stellen, um mir den anzugucken. Ja, weiß man schon, wo der übertragen wird. Bei The Zone, Zone. glaube ich, ne? The, The, Zone The Zone wird der übertragen. Ja, das ist, doch, das ist doch top dann. Also. Ja, das ist so ein Kampf, den kann man sich live angucken, auf jeden Fall. Oder. Geht auf jeden Fall ist spannend. Den werde werd ich mir auf jeden Fall. Also, ich werde jetzt nicht dafür wach bleiben, aber ich werde dafür aufstehen. Und. Ist ja auch echt ganz geil. The Zone lohnt sich ja auch noch mal. vielleicht sich. Vielleicht für alle jetzt, die noch überlegen, The Zone habe ich nicht oder mache ich das vielleicht. Für die, die noch nie The Zone haben, könnte man ja vielleicht empfehlen, legt euch mal einen Probemonat zu, weil, aber macht das erst kurz vor dem Kampf, weil, zwei Wochen später ist ja Ruiz gegen Joshua auch auf The Zone. Das heißt, ihr könntet euch einen Monat The Zone sichern und zwei dicke Kämpfe gucken. Ja, das lohnt sich auf jeden Fall, ja. Das ist das Ja und ist die, die, die halt die den Probemonat schon hatten, ich meine, andererseits, da kommen die ich glaube, mittlerweile sind das 11,99, die der Sohn im Monat kostet. Ja, das sind dann 6 Euro für, für einen Kampf. Also, da, da hätte jetzt Runfighting nicht mithalten können. Und wie viel? Also, ich hatte auch mal als probeabo Sohn, aber ich muss ja gestehen, ich habe das jetzt auch schon länger nicht mehr, weil ich aber einfach so viele Kämpfe nicht live. Geguckt habe und dann eh erst am nächsten Morgen oder so die Kämpfe gucke, und dann denke ich mir so, dann kann ich es auch halt woanders sehen. Ja, bei mir bei auch, YouTube? bei mir ähnlich. Bei mir war es noch, weil meine Kreditkarte mal gesperrt worden ist, weil mir, weil dann D Datenbetrug war, hatte ich dann oh. irgendwie jetzt auf mein neuestes Sohnkonto noch nicht die neue Karte hinterlegt und habe das jetzt auch so ein bisschen schleifen lassen. Aber Man muss das, bei mir ist es halt so, mir, für mich lohnte Sohn eigentlich auch nicht so ganz. Weil guck nichts anderes außer Boxen, so. Also Dito. Wenn, Dito. Genau, nur, also man kann ja ganz viel gucken, auch Fußball und andere Sportarten, aber ich mach's halt nicht, ich habe dafür gar keine Zeit. Ähm, sonst würde ich halt mein ganzes Leben nur mit Sportveranstaltungen gucken verbringen, so wäre auch schön, aber dafür bezahlt einen halt keiner. <laughs> so. Ähm, so richtig schön in einem vollgefetteten gefetteten Jogginganzug mit Chips <laughs> auf der Couch, ne? Ja, aber ich Training-Hahn. zwischendurch auch mal. Nee, aber Sport angucken macht ja schon Spaß, ne? Aber wer hat so viel Zeit, sich wirklich so viel anzugucken, dass sich das halt lohnt? Und teilweise. Ja, also klar, was jetzt lohnt, ja, und ja du was heißt lohnt? Zwölf Euro und du hast ein einfach die ganze Welt des Sports offen. Das geht eigentlich. Aber immer, Camp ja, doch zuletzt kamen jetzt schon mehr Kämpfe, ja. Aber ja, wenn ich sie live gucke, dann würde ich es jetzt auch demnächst mal wieder ausprobieren. Ich, äh man kann sie ja auch monatlich kündigen, das ist ja auch gut. Cool. Achso, das ist natürlich, ja, stimmt, das ist gut. Wenn jetzt mal zwei Monate nichts kommt, kann man ja auch mal aussteigen. Aber wie findest du die Übertragung? Wann hast du die zuletzt gesehen? Weißt du das noch? Oh. Welchen Kampf? Hast du da Canelo gesehen? Also den, den Canelo gegen Kovalev, den habe ich im Nachgang aber auf äh, mal irgendwo im Internet irgendwo gesehen. So kann okay. man es umschreiben. Den habe ich zufällig irgendwo gesehen. Aber nicht, bei, nicht die Saisonübertragung sozusagen, sondern Nein, wahrscheinlich anders. Nein, das jetzt Sprache. nicht. Ich hatte aber den Canelo gegen Jacobs-Kampf, den hatte ich gesehen. Ach so, der war, ja. Ähm, ja. Aber ist ganz okay, ne? Also, ist ganz, ganz okay. Ganz Im Endeffekt sind es halt so wie die ganzen, wie die meisten Übertragungen aus Übersee. Äh, da sitzt halt irgendjemand irgendwo in der Kabine und kommentiert und das, was er sieht. So wie bei Ran Fighting. Ran Oder bei, bei Eurosport mit Werner Castor. Ähm, ja, okay. Aber kann man ich auch nicht erwarten, dass. Deutsche Nein. Ich, so aber ich sag mal so, Ja, ist ja im Endeffekt ist es ja auch eigentlich scheißegal. Nee, eigentlich nicht, weil die coole Übertragung ist schon, wenn man vor Ort ist, weil man da geile Leute interviewt. Natürlich, 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 natürlich. Aber, aber das kostet so viel Geld, dass dies halt, dass sich das halt nicht lohnt, ne? wenn da ja, das ist... Wobei, bei der Sohn fehlt mir so ein bisschen so ein Experte, den man vielleicht auch kennt. Das wäre, das wäre, ist immer Ja, okay, schon, der, bei dem Punkt gehe ich da mit, dass man irgendwie, weil ich da jetzt jemanden, in, in dem, also die Sache ist die, du brauchst also. einen Experten A, den man kennt und einen Experten, den man versteht. <laughs> so, meinst du das sprachlich oder wie? Ja, nichts oder? gegen Uli Wegner, aber Uli Wegner stammelt halt auch viel und ich sag mal, gibt Sätze von sich, die vielleicht für ihn Sinn machen, die jetzt aber der nicht experte nicht ganz einordnen kann. Meinst das, du, ja? Ma manchmal es so ist. manchmal. Okay, ich habe mich wahrscheinlich über die Jahre schon so an ihn gewöhnt, dass ich ja, ihn sehr gut verstehe. Ein <lacht> Beispiel. <lacht> so ein Beispiel, wie du es ja eben schon erwähnt, ein Henry Maske. Ja, das der, natürlich. Ord der ordnet Dinge ein. Er ja, beschreibt der Situationen ja, und sagt anders. wieso, weshalb in dieser Situation so und so gehandelt wurde. Ja. ja, er ist der beste Experte, den wir haben, muss man einfach so sagen. Wenn das du jetzt sag mal, dann hast, äh, ähm, er macht zu und haut danach 3-2 oder 2-3, äh, äh, ja, kannst du dir jetzt einmal unter äh, sag mal als nicht fan nicht so ganz was drunter vorstellen? Mm. Ja, oder ja, was ja, ist? Oder ja. oder klare Hände? Ja, er redet halt wie er als Trainer so redet und geht ja, halt davon so, Ja, eben so. Ja, kapiert. Jeder das ist klar, wenn du dich ein bisschen auskennst, verstehst du es auch locker. Ich kann mich nicht mehr in die Lage reinversetzen, dass ich es halt gar nicht mehr weiß. Ja. Die, schwer, de, ne? so. Ja, aber wenn du dann, das siehst du ja, wenn du auch mal auf äh, irgendwelchen Boxsportveranstaltungen bist oder sowas und du bekommst damit was dann so in der aus der Recke, ach aus der Ecke, aus der Ecke <laughs> des Rings, äh, dann teilweise reingerufen, dann denkst du auch so. puh. Wenn du nicht weißt, um was du da geht, brauchst du schon Fantasie. <laughs> ja, aber ist halt klar. Aber das ist ja bei fast allen Sportarten so. Und Tobias Drefs kann natürlich halt auch Sachen einordnen für die Leute, die sowas gucken. Aber, äh. Ja, klar. Hm klar müssen sie auch wobei man sagen muss wenn man auf so einer spezialisierten sportplattform kommentiert dann gehen da eh nur leute hin die sich da wahrscheinlich schon sehr gut auskennen würde ich jetzt mal einfach sagen ja, spezialisiert äh, der spezialisiert? die überschrift lautet sport ähm, ich ja. kann ja mir ich kann ja trotz ich kann mir ich sag ich mag sport äh, weiß ich ich bin jetzt golffan kann aber trotzdem boxen gucken. So, nur weil ich jetzt mal von Golf Ahnung habe, heißt das ja nicht, dass ich von Boxen Ahnung habe. Ja. Und umgekehrt. Aber dann, das ist halt auch schwer, so den richtigen Grad, glaube ich, rauszufinden. Dann regen sich halt wieder die Leute auf, die halt da mehr mhm. erfahren wollen. Weißt du, die sagen, oh, ist ja nur so oberflächlich kommentiert, es geht ja gar nicht in die Tiefe. Und ja, was ähm, heißt oberflächlich kommentiert? Wenn du, äh, wenn jetzt was. ein Henry Maske eine Situation analysiert, beschreibt und äh, sagt, was man da machen kann, dann ist das ja in die Tiefe gegangen. Es ist halt vielleicht ja, ist weniger klar. Fachterminus drin, vielleicht weniger Fachterminus, aber jeder hat es verstanden. Und inhaltlich ja nicht falsch. Außer Leute, die nicht wissen, was tangiert heißt. Okay, <laughs> also gut. Hat ja schon eine sehr, okay, also hat ja eine Chapeau, gut Chapeau. Eine große, also eine gute Ausdrucksweise und die ist auch nicht für alle so einfach zu verstehen. Also da ist ja schon auf dem Niveau, was man im Boxen. Zuletzt äh, kaum gehört hat, ne? Also, auch ein Graziano redet nicht so wie Henry Maske. Das ist halt was ganz anderes, ne? Mhm. Das ist, äh, das sind halt Welten so. Aber klar, so jemand wie Henry Maske kann halt auch das, was, kann halt, Gut beschreiben, gut für jeden beschreiben, was passiert oder was der Fehler ist. Jeder, man hat das Gefühl, da kommen alle mit sozusagen, also die meisten, mhm. die wollen. Das stimmt schon. Also das können wenige Leute so gut wie er, aber er hat es auch lange geübt. Er war ja schon früher Kommentator. Ich denke mal, dass es für ihn, ja, dass er das einfach irgendwann perfektioniert hat und er kann natürlich auch viel besser reden als die meisten Boxer, muss man halt so sagen. Ist halt so. Hat auch was mit seiner Bildung zu tun. Ja, kommt ja, jetzt, da man jetzt so noch hier äh, einen, einen Otke hat es oder Schulz oder sowas, ähm, die können natürlich auch Situationen einschätzen, aber ich weiß nicht, ob sie es so gut beschreiben können. Ein Schulz vielleicht noch. Ja, alles auf eine andere Art irgendwie. Ne? Auf eine andere halt Art, aber ich denke wirklich auch Wirklich so. anders, ja. Die mhm. machen es halt alle ein bisschen anders. Ist auch Geschmackssache wahrscheinlich. Mhm. Manche finden das cooler, manche finden das... Manche wollen es vielleicht gar nicht so. Die denken, oh, Maske ist langweilig, weil er redet ja, ja. ja so steif oder nicht so locker wie Schulz ja. oder so. Also sagen wir mal so, weißt du, du kannst Geschmack. es nicht jedem kannst recht kannst machen. Es nie Manche recht werden machen. sagen zum Beispiel, äh, ihr könnt ihr Bösel vorne haben oder so. Ja, das ist... Das ist halt äh, eine Meinung. Das ist äh, eine, sagen wir mal, eine begründete Meinung, aber es steht jedem offen, äh, eine andere, andere, begründete Meinung zu haben. Das ist ja das, in Anführungszeichen schöne, manchmal auch am Boxsport. Es es, es lässt Raum zur Spekulation und, Inter und Interpretation. Ja, genau. Das ist halt spannend und was, keine was bewertest du? Aktivität oder äh, Effektivität? Ja, bewertest du den Vorwärtsgang, bewertest du den Rückwärtsgang? So was kann man auch rückwärts bei jemandem die Punkt Runde gewinnen. Ja. Auch, auch wenn man da schlägt, manche bewerten das halt komplett äh, gar nicht so, wenn jemand rückwärts geht, weil sie einfach sagen, okay, der hat dann den Kampf, der führt den Kampf nicht richtig. Obwohl, mm. Also, das sind ja so viele Geschmackssachen beim Boxen. Das ist ja auch deswegen immer so kontrovers und ja, diskutabel einfach. Das ist halt mm. echt. Aber es macht es auch spannend, weil es ist halt, alle können sich darüber aufregen. <laughs> das war immer. Eben. <laughs> Sonst hätten wir nichts zu reden. Von ja. daher ich bin auch ja. gespannt, wenn äh, was jetzt an Kommentaren zu unserer aktuellen Folge kommt, ob wir, ob da Leute mit uns eher äh, mitgehen oder irgendwie vollkommen anderer Meinung sind. Ich bin da auf jeden Fall gespannt, äh, aber es steht ja auch jedem frei. Genau. Also mhm. eins weiß ich definitiv. Die Weisheit habe ich nicht mit Löffeln gefressen. Ich glaube, geht, davon geht keiner von uns aus und wir sagen auch nicht, dass wir die einzige richtige Meinung haben oder Bewertung oder wir können uns auch irren. Haben uns bestimmt auch oft geirrt mit irgendwelchen, weiß nicht, Voraussagen, Prognosen, sonst was. Aber ja, wobei ich gar, zugebe, die äh, Prognosen, wo ich so vollkommen daneben lag, die mag, mag ich am liebsten. Ja, weil man, wo ich eigentlich besser, ja, ja, weil dann, weil oftmals ist es einfach so, dass ich in den meisten Sachen ist es ja so. Uh, weil man ja. weiß schon, man, man meint schon zu wissen, wie es ausgeht, und in 85 bis 90 Prozent der Fälle stimmt das auch. Ja, und das ist ja, ja genau, und, das und dann man halt kommt zum Ding, du denkst, ne? Huch, wie, wie ist das passiert? Und das sind dann die Dinge, wo ich mich dann, wo ich sehr gerne falsch liege. Ja, manchmal macht es halt auch Spaß, falsch zu liegen. Es wäre auch langweilig, um immer alles sagt und voraussagt und nie überrascht. Wer, wer, wer hat bitte kommen sehen, dass Ruiz gewinnt? Wer? Das würde ich auch mal. Na doch, bei mir gibt es wirklich Leute im Gym, die haben mir das gesagt vorher. Ich dachte, also wirklich einige und die haben einiges an Geld gewonnen. Und ähm, hätte ich mal auf die gehört. Nein, <laughs> so, aber es waren wirklich die wenigsten, die ich da. Also das haben ja vielleicht so zwei, drei Leute, zwei, drei Leute so gesagt, aber alle anderen haben darauf nicht getippt. Also das waren wirklich Ausnahmen, so die halt auch ja. irgendwie, natürlich, der eine kennt sie auch oder mehrere kennen sie auch sehr gut aus und so, die haben sich aber auch mehr mit Ruiz beschäftigt, aber trotzdem, die meisten haben es halt nicht kommen sehen, selbst die meisten Experten nicht und von daher braucht man dann auch später nicht so zu tun, als wäre es irgendwie vorhersehbar gewesen, so ja, weil dann wären alle äh, sehr reich jetzt. <laughs> hm. Ich könnte irgendwo in der Karibik an einem Strand in der Hängematte liegen. Ja, hätte ich mal auf die gehört müssen. <laughs> <laughs> Haben wir irgendwas noch an großen News diese Woche gehabt? Eigentlich nichts Besonderes. Bremer soll wohl im Dezember mal wieder boxen. Das ist für mich aber keine News. Eine News wäre es, wenn er mal gegen einen Top 15-Mann boxen würde. Ähm, was gibt's noch? Ja, der Prozess gegen Sturm ist ja eröffnet worden. Er hat wohl keine Kohle mehr. Äh, Plant aber wohl kä große Kämpfe gegen Abraham oder Bremer, damit Geld reinkommt. Wobei ich mich frage, wer soll das übertragen? Vor allen Dingen, Abraham ja. hat seine Karriere schon beendet. Also, ich meine, was. Ja, also, Er berechnet mit, also Dann wird er wieder sein Comeback geben, oder wie? <lacht> ja, <lacht> weiß, wenn er gan also ganz ehrlich. Der, das ist so ein Ding, das will doch keiner mehr sehen. Selbst, selbst Kalle Sauerland, der ja an Abraham verdienen würde, sagte er ja in einem Interview mit den Kollegen von, äh, von Fighting Now. Ähm, das wird wahrscheinlich nicht kommen, man hat es oft genug versucht und Abraham wird jetzt auch nicht mehr um eine äh, deutsche Meisterschaft oder so boxen ähm, und er hat ja schon gegen Eubank auch seine Grenzen aufgezeigt bekommen, war ich echt erstaunt gewesen über diese Offenheit von äh, von Sauerland dass er das so auch sagt dass da Grenzen gezeigt worden ähm, also von daher kann ich mir das nicht vorstellen ja, aber das ist keiner Vielleicht, vielleicht. vielleicht. Ich glaube, dass es Leute so. ja, halt, noch gucken ja, würden. Ja, noch gucken würden, aber kannst du damit auch die Quote machen, um sowas zu finanzieren? Schon, Naja, vielleicht. Denkst du, schon, denkst du dass sich das schon. mehr als eine Million Menschen angucken würden? Ich glaube es nicht. Ich glaube, ich kann mir, das, wenn es eine gute Sendezeit hat, eine normale, kann ich mir schon vorstellen. Wenn und man's wo, gut und wo, aufmacht, wo soll das laufen? Und wo soll das laufen? Sport 1? Nee, Sport 1 nicht. Deswegen, das muss einen guten Sendeplatz haben, sowas wie ZDF. Das ist das schon oder? Sagen wir, was als Sendeplatz. Der Sendeplatz bei Sport 1 der ist immer gut, weil es schon um 20.15 Uhr oder so anfängt. Ja, aber der Sender ist unbekannt. Ja. da Bleibt keiner hängen. Ja, was heißt unbekannt? Es ist, ist halt ein Spatensender. Ja, das so, meine wer, ich. Aber deswegen, aber wer soll, wer es zeigen? Naja, das, die ZDF könnte das schon zeigen. Sagen wir so, die haben ja jetzt natürlich Universum könnten die gezeigt. das zeigen. HBO meine, könnte den Kampf zeigen. Sturm aber gegen Abra, äh, also Sturm gegen Abraham, wäre auf jeden Fall interessanter als die letzte Universum-Veranstaltung. Das muss man schon sagen. Im Endeffekt, also für ja, mich auf weil den du halt Fall. nicht weißt, wer von den oppers noch mehr Körner im Tag genau, hat. Genau und weil die halt beide noch bekannt, die bekanntesten sind, die man kennt. Also das hätte auf jeden Fall mehr Einschaltquoten. Ja, aber streng genommen sagt sie aber auch ein Sender. Das sind zwei über 40-Jährige. Wer soll das sehen? Ja, ich glaube, aber es würde also noch... Also Abraham und Sturm haben jetzt nicht den Namen, wie jetzt ein über 40-Jähriger Klitschko ihn hätte. Nein, das nicht. Aber sie haben immer noch größere Namen als die meisten Newcomer. Und die Leute würden trotzdem einschalten, glaub schon, weil sie halt die noch kennen und dann einfach sagen: Ja, okay, sind ja zwar alt, aber wenigstens boxen sie jetzt doch noch mal gegeneinander. Und außerdem war Sturm ja gerade irgendwie im Knast und Arthur hat eigentlich seine Karriere beendet. Jetzt kommen sie beide noch mal zurück und kämpfen so. Weißt du, man könnte es halt schon aufbauen so. Aber wäre ja, natürlich jetzt nicht irgendwie. Ja, aber ich glaube, es hätte schon ganz okay. Ja, aber ich glaube, ich glaube trotzdem nicht, dass das kommt. Also. Ja, auch, auch, auch da würde ich natürlich gerne falsch liegen. <laughs> Werden wir sehen, aber ich glaube es auch ehrlich gesagt nicht. Aber das, das, ich glaube, es zahlt ihnen einfach keiner so viel Geld, dass sie das in Kauf nehmen würden. Das harte Training, auch Arthur und so, da ist ja gar nicht mehr. Ein Training. Und Felix, da weiß ja, ja auch niemand, wann, wann, wann jetzt alles geregelt ist, ob er wann er wieder rauskommt, wann der Prozess beendet ist. Also ich meine. Ob er ein Knast muss, das genau. darf er nicht vergessen, das ist ja jetzt nicht nur diese Steuersache, sondern auch noch... Äh, ähm, die äh, Körperverletzung wegen Doping. Ja, wobei, das, ja, das muss man ja abwarten. Also wurde ja eigentlich noch nie ein Boxer wegen sowas verurteilt ja, oder ein Sportler. Du hast, wie gesagt, wurde noch nie. Ja, ja, aber das es könnte wär, ja, sein. Das würde auf jeden Fall dann. Es wäre auf jeden Fall vielleicht mal. Sag mal so, es wäre auf jeden Fall ein neuer Teil der Rechtsprechung, dass ja. auch jetzt wegen Dopings Leute dann verurteilt werden. Naja. Ich denke aber. Für heute haben wir eigentlich alles, oder? Oder fällt dir noch was ein? Ja. Nö, ne? Gut. Warum muss man Dinge auch mal unnötig in die Länge ziehen, wenn man <laughs> doch auch alles innerhalb einer Stunde sagen kann? Leute, haut rein. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und wer weiß, vielleicht lag ich ja falsch und Ortiz haut Wilder weg. Wer weiß. <laughs> Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und tschüss.